So, moin zusammen. Heute mal was ganz anderes. Ich habe mal diverse Videos mir reingezogen zum Thema Kette reinigen und da ja, sind mir graue Haare gewachsen, als ich mir das angeschaut habe. Denn erstens werden da streckenweise Reiniger verwendet, die definitiv nicht an eine Kette gehören, Sprichwort WD-40. Und oder es wird dem halt eine Mega-Sauerei gemacht mit diesen Kettenmax, ne? Wo hier so ein komischer Beutel hingehangen wird und dann wird ordentlich Gedöns auf die Kette gesprüht und dann gibt es eine Riesensauerei, dann zieht man diese komischen Schläuche ab. Wo ich auch immer sage, was soll das? Also Kette reinigen ist eigentlich keine Wissenschaft, aber es wird definitiv zur Wissenschaft gemacht. Deswegen hier im Video, wie man vernünftig, ordentlich so eine Kette reinigt. Okay, also was brauchst du dafür? Als allererstes, bei uns in Hamburg gibt es ja Butni, aber DM geht genauso. Da gibt es diese, was sind das hier, zum Spülen und Reinigen, so einfach so Wischtücher. Die fusseln nicht, die fasern nicht, sind super günstig, glaube ich 10 oder 20 Stück kosten dann 79 Cent, top. Ganz, ganz wichtig sind Einweghandschuhe. Die Dinger sind jetzt auch von Butni, leider ein bisschen zu dünn, aber es geht. Dann, die absolute Geheimwaffe zum Kettereinigen ist von Castrol, der Change Cleaner. Es gibt definitiv nichts Besseres am Markt, ihr werdet auch gleich sehen warum. Kettenspray benutze ich entweder das S100 oder von Castrol. Wirklich beide, die tun sich da wirklich extrem wenig, wenn nicht sogar gar nichts. Die beiden Dinger sind wirklich extrem hervorragend. S100 kommt jetzt bald ein neues raus, bin ich mal gespannt. Das böse, böse WD-40, das brauche ich auch und ein paar Tücher und zwar eigentlich nur hierfür. Hier mit WD-40 ist das absolute Zaubermittel, um eben halt genau so eine Spritzreste abzubekommen. Okay, gut, dann fangen wir mal an, hier das gute Stück zu reinigen. Also wie ihr seht, habe ich relativ wenig Platz hier. Um nicht zu sagen, gar keinen. Ich reinige wirklich hier unten das Stück. Deswegen, der Idealzustand, im Grunde genommen, um die Kette zu reinigen, ist, ihr bockt das Motorrad hinten auf. Erstens steht es vernünftig, zweitens könnt ihr dann hier wunderbar am Reifen drehen. Ihr könnt das Ding natürlich auch auf dem Seitenständer stehen lassen, aber dann müsst ihr halt wirklich dann immer sauber machen, nach vorne schieben, sauber machen, nach vorne schieben. Ihr kennt das, ist es anstrengend und super nervig. Was ich auch mal machen werde, ich verlinke einfach die ganzen Produkte hier in meiner Beschreibung und da könnt ihr die direkt bei Amazon bestellen, wenn ihr Bock habt. Okay, gut, also fangen wir mal an zum Thema Reinigen. Warum reinigt man eigentlich die Kette, ist immer die gute Frage. Es gibt ja da, geht ja da auf die Meinung, oder es gehen ja da wirklich die Meinungen auseinander. Viele sagen, reinigt die so wenig wie möglich. Andere sagen, so oft wie möglich, alle 300 bis 500 Kilometer. Ich bin derjenige, der die alle 300 bis 500 Kilometer reinigt, aus folgendem Grund. Einmal, klar, logisch muss die Kette geschmiert werden und was passiert, wenn man eine Kette reinigt, ist eine saubere Kette, daran haftet einfach das gute alte Kettenfett besser. Ist einfach so. Wenn man jetzt hier zum Beispiel, kann man das ganz gut sehen, na, hier sieht man jetzt relativ viel ja, so Schnodder und Dreck drauf. Wenn man da jetzt anfängt, weiter weißes Kettenfett drauf zu sprühen, dann haftet das einfach nicht so gut. Und eine gut gereinigte Kette, da haftet das Zeug wirklich extrem gut. Man hat dann weniger Spritzer hier dran. Hier, wie gesagt, ich habe es ordentlich gut gemeint, weil ich natürlich viel gefahren bin. Aber wie gesagt, bei einer gut gereinigten Kette haftet einfach das weiße Kettenfett sehr, sehr gut. Deswegen sollte man wirklich alle 300 bis 500 Kilometer die Kette reinigen. Und dann hält selbst auf so einem Superbike Monster mit weit über 200 PS hält die Kette dann richtig, richtig lange. Okay, gut, dann versuche ich mal die Kamera hier irgendwie zu positionieren, dass man sehen kann, wie ich das einsprühe und wie einfach das geht. Also, ich nehme den Lappen, versuche ihn jetzt hier, der ist schon ein bisschen gebraucht, deswegen ist es nicht weiter schlimm, suche mir einfach jetzt hier eine Stelle, mache hier so einen kleinen, Knüdel und dann mache ich nichts anderes, als den Lappen hier drunter halten, damit man im Grunde genommen halt nicht auf den Reifen sprüht und dann einfach ein paar leichte, das passiert folgendes, erstmal sprüht ihr ein bisschen Dreck raus und was viel, viel wichtiger ist, der Lappen wird halt mit diesem Zeug eingesprüht und dann wird der richtig schön nass und dann könnt ihr wunderbar die Kette reinigen. Okay, also wieder, ich sprühe jetzt hier noch ganz minimal drauf, dann reibe ich hier rüber und ihr könnt eigentlich schon sehen, wie großartig das Zeug reinigt. Was dieser tolle Kettenreiniger auch noch macht, der verdampft sehr, sehr schnell. Wenn ihr jetzt hier mal drüber fassen könntet, also jetzt, wenn ihr, könnt ihr dann mal machen, wenn ihr hier drüber fasst, merkt ihr, dass das Kettenfett nicht komplett weg ist. Also der spült das nicht komplett raus, sondern es bleibt halt wirklich noch Fett in der Kette, in den O-Ringen und das ist halt meiner Meinung nach mega, mega wichtig. Wenn ihr zum Beispiel ein WD-40 benutzt. Das WD-40 ist wirklich viel zu heavy, also es macht wirklich zu gut sauber. Da geht selbst aus den O-Ringen geht halt das ganze Fett raus und das wollt ihr eigentlich nicht. Hier ist es wirklich so, ich sprühe einmal drüber und ihr könnt eigentlich jetzt schon, hier kann man hier drüber fassen,
merkt man schon, wie klebrig die Kette jetzt wieder ist. Also im Grunde genommen ist das ganze Mittel jetzt schon verdampft. Und das ist eigentlich der große, große Benefit von diesem Kettenreiniger. Genau, so ist im Grunde genommen jetzt das ganze Verfahren. Jetzt drehe ich die Kette einfach weiter und das ist jetzt eine Sache von, ich lasse die Kamera mal mitten mal laufen. Das ist eine Sache von, weiß ich nicht, 1 oder 2 Minuten und dann ist die Kette wirklich richtig, richtig sauber. Okay. So, jetzt bin ich im Grunde genommen einmal rum. Was ich jetzt noch mache, der Lappen ist jetzt ordentlich getränkt mit dem Zeug. Ich gehe jetzt im Grunde genommen halt nochmal hier über die Ketten, hinten und vorne. Und wie gesagt, reibt da einfach nochmal drüber. Und jetzt auch das letzte bisschen, drehe dann auch den Lappen, so dass der ganze Schmutz, der jetzt hier drin ist, kann man dann einfach schön von innen nach außen drehen und dann halt nochmal über die Kette rein. So. So, also, jetzt habe ich es gerade eingesprüht, habe es ja im Vorlauf gezeigt. Ich habe jetzt mal hier Licht angemacht, also damit ihr einfach sehen könnt, wie schnell und gut und sauber jetzt die Kette aussieht. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist hinten mit so einem Papier hier den Kranz ein bisschen sauber gemacht, weil wenn ihr das mit dem Lappen macht, ihr seht, der ist richtig ordentlich zugesaut, dann saut natürlich auch der ganze Quatsch hier zu. Wie gesagt, sprüht das nur auf den Lappen, das hat nichts direkt auf der, also dass ihr das irgendwie jetzt hier einsprühen müsst oder so und das irgendwie einziehen muss, sondern ihr habt gesehen, direkt drauf sprühen, auf die Kette Lappen drunter halten, paar Mal drüber wischen, that's it. Und das ist eine ganze Sache von 2-3 Minuten, habt ihr die ganze Kette fertig. Das Einsprühen, ihr seht hier, ich sprühe immer von innen. Es gibt auch Leute, die sprühen das von hinten drauf, also sprich, die sprühen das entweder hier oben drauf oder hier hinten direkt drauf. Das mache ich nicht, sondern ich sprühe immer von innen und vor allem, ich sprühe auch immer die Kette ein, wenn das Motorrad warm ist und die Kette warm ist. Hat einfach den Vorteil, hier ist ja so ein Weichmacher drin, der verdampft relativ schnell oder schneller, wenn das ganze Motorrad warm ist. Dann lasse ich es auf jeden Fall über Nacht stehen, dann ist die Kette wirklich tipptopp, das Zeug hält dann. Man sollte es auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde stehen lassen, am besten ist halt wirklich über Nacht. Wie gesagt, warmes Motorrad, Kette einsprühen und dann ist großartig. Ich mache das immer so, das Einsprühen, weil es halt sehr, sehr komfortabel ist. Leg den ersten Gang ein, mach den Motor an, lass die Kupplung kommen, lass die Kette laufen und sprühe dann einfach genau hier zwischen mit einem gewissen Abstand. Das Ganze jetzt noch ordentlich trocknen lassen. Genau, ihr seht hier, der Spand ist im Grunde genommen übrig geblieben. Würde ich das nicht daran halten, wäre das natürlich alles auf dem Reifen, das würde ich damit vermeiden. Aber ich glaube, so ist schon das Sprühen sehr, sehr effektiv und es liegt, wie ihr sehen könnt, komplett alles drin und es läuft dann quasi von innen nach außen. Was ich jetzt gleich nochmal mache, ich lasse es im Moment einziehen, dann drehe ich das Rad noch ein paar Mal durch und, ups, so, jetzt könnt ihr es besser sehen, dann drehe ich das Rad noch ein paar Mal und da kann sich das wunderbar in den Gliedern halt verteilen und das dauert jetzt nochmal eine Viertelstunde, dann fängt das eigentlich schon an, sehr, sehr trocken und fest zu werden. Okay, jetzt kommt das Zaubermittel WD-40 zum Einsatz. Ich habe wirklich 1000 Sachen probiert, wie man halt diesen Schmodder hier wegbekommt, aber WD-40 ist da, was das angeht, wirklich ein absolutes Zauberzeug. Ich sprühe das auch nie direkt drauf, sondern immer wirklich hier auf so einen Kopf und dann wirklich einmal nur hier so rüber. Ich zeig euch das mal. Oh, weg. Alles andere, Gott, was habe ich da früher mit irgendwelchen Reinigungsmitteln und hast nicht gesehen. Wie gesagt, das jetzt, man sieht ja eben halt, wo das überall hinsprüht. Es geht ja hier hin, es geht hier hin, es geht hier drauf, es geht hinten ans Nummernschild. Und jetzt einmal noch schnell sauber gemacht und that's it.